Nachdem wir gestern uns in Karlsruhe noch ein Rechenzentrum von Telemax angeguckt haben, gibt ja gerade ums Energieeffizienzgesetz viel Diskussion darum, wie man die Abwärme von Rechenzentren besser nutzen kann und Digitalisierung damit nachhaltig machen kann, sind wir jetzt unterwegs nach Freiburg. Dort bin ich zusammen mit meiner Kollegin Chantal Knopf beim Smart Green Accelerator, also nochmal ein Startup-Hub. Hier beim Smart Green Startup Accelerator haben wir nochmal gezeigt bekommen, wie wichtig es ist, dass man nicht nur Innovation an sich fördert, sondern vor allem auch nochmal einen Schwerpunkt auf nachhaltige, sowohl sozial als auch ökologisch nachhaltige Innovationen legt, damit wir hier in Baden-Württemberg auch wirklich das Heimatland von grüner, nachhaltiger Industrie in Zukunft werden. So, tschüss Freiburg, auf geht's nach Tuttlingen. Wir haben einen sehr guten Austausch bei Medical Mountains, vor allem darum, wie die neuen Datennutzungs- und Datenteilungsregeln der Europäischen Union, aber auch andere Regulierungen, die Medizintechnikbranche hier in Tuttlingen und im Südwesten in Baden-Württemberg betreffen. Geht's jetzt ins Tagblatt für einen kleinen Bericht aus Berlin bei den Grünen hier vor Ort.